Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Auch in dieser Sonderfolge natürlich bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Ja, hallihallo ihr da draußen und willkommen zu dieser Folge. Tja, also Corona-Pandemie ist etwas, was uns auch überrascht hat. Wir haben noch vor wenigen Episoden gesagt, naja, vorsichtig sein, die typischen Sicherheitsaspekte, die man in einer Influenza-Epidemie beachten sollte, beachten. Die Lage stellt sich ja zwischenzeitlich etwas anders dar. Da muss man auch mal sagen, da haben wir uns geirrt. Das ist ja übrigens auch das Angenehme, was Wissenschaft machen kann, nämlich sagen, genau. Da hat man sich anhand neuer Datenlage auch die eigenen Aussagen und Arbeitshypothesen neu bewerten und gegebenenfalls revidieren. Das tun wir hiermit. Wir haben, oder ich kann jetzt für mich sprechen, ich habe das auch unterschätzt in der Schärfe, in der sich die Situation jetzt darbietet. Natürlich stehen wir immer noch zu den Dingen, die wir damals gesagt haben, zu den üblichen Hygienevorschriften, aber ich glaube, das ist inzwischen so vielfach erklärt worden, da muss man jetzt, glaube ich, nicht nochmal unsererseits darauf hinweisen. Ansonsten, wir wissen alle, was wir im Moment zu tun und zu unterlassen haben. Also keine Corona-Partys feiern und schönen Anweisungen folgen, die die Profis jetzt ausgearbeitet haben, damit wir hier alle möglichst gut durchkommen. Und vielleicht ein kleines Beispiel zum Thema Social Distancing. Oder andersrum, wir sagen es mal vorneweg, wir beide sind sehr, sehr sicher. Wir haben im Moment, glaube ich, ein sehr, sehr geringes Risiko, uns zu infizieren, um das mal so umzuformulieren. Leider ist es so, dass, oder zum Glück ist es so, wie man es auch mal formulieren will, dass wir nach wie vor voll im Berufssaft stehen. Das heißt, wir haben leider wenig Zeit, noch mehr Huxilla außer der Reihe zu machen. Also das, was wir hier gerade machen, ist wirklich nochmal on top zu allen anderen Dingen, die wir geplant haben. Naja, weil bei mir Homeoffice ja sowieso der Normalzustand ist. Ne? Also mir gehen jetzt zwar so einige Dinge flöten, die ich sozusagen draußen in der Außenwelt durchgeführt hätte, beruflicherweise. Aber das ist eigentlich eher ein geringer Anteil. Der Hauptteil der Arbeit, wie jetzt kann ich ja ganz klar sagen, ich arbeite gerade an der Übersetzung für einen Verlag. Und das ist natürlich eine Arbeit, die geht genauso so weiter, wie sie bisher auch vorangeschritten ist. Genau, was ihr mitbekommen habt, ist, dass wir die Vorträge abgesagt haben in Rüsselsheim und Wiesbaden, was uns sehr leid getan hat. Interessanterweise war es halt so, dass wir offensichtlich mal so einen Tag eher diese Entscheidung dann am Ende getroffen haben, als dann so die große Masse auch die Entscheidung getroffen hat. Und einfach nur, um nochmal deutlich zu machen, wie dicht einfach dieser Virus für uns auch ist. Wir haben am letzten Freitag eine private Geburtstagsparty abgesagt und sind da nicht hingefahren. Im Grunde genommen, weil ich nicht Bus fahren wollte, eine halbe Stunde hier in Hamburg. Das wäre eine Party mit vielleicht 10, 12 Leuten gewesen. Und tatsächlich ist es so, dass sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, dass der Gastgeber SARS-CoV-2 höchstwahrscheinlich positiv ist. Der Test ist im Moment noch underway. Aber die Symptomatik ist relativ eindeutig. Und das zeigt, wie dicht einfach dieser Virus hier ist. Und deswegen achten wir wirklich darauf, Social Distancing zu betreiben. Das hat uns sehr wehgetan, Geburtstag abzusagen, zu dem wir gerne gegangen sind. Aber und auch die Vorträge natürlich. Auch die Vorträge. Mhm. Aber das sind halt im Moment Maßnahmen, die man so im Sinne des Schutzes aller Beteiligter und der gesamten Gesellschaft machen sollte. Auch wir werden nachher mal oder die Tage nochmal spazieren gehen, gar keine Frage. Aber eben nicht an der Eisdiele einkehren. Spielplätze sollte man meiden. All das habt ihr aber schon gehört. Vielleicht als Hinweis generell, dass man auf jeden Fall den Podcast von Herrn Drosten hören kann, wenn es darum geht, beim auf NDR. Coronavirus Update. Auch das sollte unseren Hörern sicherlich schon längst bekannt sein. Ganz, ganz wichtig, ganz relevant. Und aus meiner Perspektive heraus vielleicht nochmal eine Sache, die vielleicht für so viel Unruhe auch in den sozialen Netzwerken führt, ist, dass wir uns, glaube ich, vergegenwärtigen müssen, dass wir so eine Situation bisher in der jüngeren Geschichte zumindest, und damit meine ich fast alle Menschen, die leben, noch nicht erlebt haben. Und das heißt, auch die Wissenschaftler wissen noch nicht so ganz genau im Moment, wo die Reise hingeht. Wir wissen noch nicht, wie die Letalität dieses neuen Virus ist. Wir wissen nicht, wie Covid-19
sich auf eine breite Bevölkerung auswirkt. Wir wissen, dass ältere Patienten, wie bei vielen anderen Erkrankungen, zu den Risikopatienten gehören, aber auch zum Beispiel COPD-Patienten, also Menschen mit einer Lungenfunktionserkrankung, gehören zu den Risikopatienten, weil der Gasaustausch offensichtlich bei Covid-19 eingeschränkt ist. Und einfach auch mal, um eine Größenordnung zu nennen, wir haben 6,8 Millionen Menschen, die an COPD leiden in Deutschland. Das sind alles Risikopatienten. Und wir wissen eben noch nicht, was passiert. Und all die Maßnahmen, die jetzt gerade getroffen werden, sind Maßnahmen, die man trifft, um die Verbreitung zu verlangsamen. Ja. Genau, und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal der Hinweis auf etwas, das wir auch schon ganz oft an verschiedenen Stellen in Vorträgen oder in Podcasts angesprochen haben, was uns Menschen wahnsinnig schwerfällt, gerade in Zeiten, wo wir Angst haben, ist ein Informationsdefizit. Ja. Und das steht so im Widerspruch zwischen dieser Informationsflut in den Medien, online und in den sozialen Medien. Ja. Wir haben das Gefühl, wir haben alle Informationen wirklich innerhalb von Sekunden auf unserem Smartphone, Tablet etc. und doch andererseits das Gefühl, teilweise nicht richtig informiert zu werden oder eben das entscheidende Informationen uns irgendwie vorenthalten würden. Das ist so ein ganz gruseliges Gefühl. Ja, ja. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass wir erst mal mit so rein menschlich gesehen mit einem Informationsdefizit wahnsinnig schlecht umgehen können. Und auf der anderen Seite liegt das natürlich auch an der aktuellen Situation, weil, wie du gerade beschrieben hast, da sozusagen Schienen von einem fahrenden Zug verlegt werden jetzt seitens der Behörden, die versuchen, uns da alle so gut wie möglich durchzuleiten durch diese Situation. Und wir müssen einfach auch im Augenblick Verständnis dafür haben, dass die Wissenschaft und die Politik nicht innerhalb von Minuten auf alles eine Antwort haben. Ja. Die erleben das auch zum ersten Mal. Und natürlich gibt's Pläne für sowas und natürlich kann man immer vorausschauen und dann sagen, wenn sowas mal auftaucht, dann machen wir das und das. Aber dass, wenn dann diese Situation da ist und sich die Ereignisse überschlagen, da auch manche Dinge gerade in so einem föderalen System wie dem unsrigen in die Hose gehen und einfach auch Leute vielleicht nicht richtig sich absprechen oder dass da Dinge halt irgendwie schief laufen, dafür müssen wir, glaube ich, auch in dieser Situation zumindest versuchen, Verständnis aufzubringen. Und es gibt nicht nur Gewinner und es gibt ganz viele schreckliche Situationen mit Krankenangehörigen, mit alten Angehörigen. Ich habe sehr viele Telefonate auch geführt und mit Arbeitskollegen gesprochen und Kolleginnen. Da gibt es natürlich Tausende von Einzelschicksalen und das ist alles ganz, ganz grässlich und auch unangenehm und belastend. Insofern muss man das auch nicht schönreden. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass die Rufe laut wurden. Man muss da auch an die Hartz-IV-Empfänger denken, die verpflichtet sind, in die Behörden zu kommen. An die denkt wieder keiner. Zwischenzeitlich gibt es Regelungen, dass die straffrei fernbleiben können im Moment und Termine nicht wahrnehmen müssen. Es gab zu Recht Beschwerden darüber, dass Ankündigungen vom RKI oder auch des Bundesministeriums für Gesundheit ohne Gebärdendolmetscher stattgefunden haben. Heute war eine Gebärdendolmetscherin beim RKI jetzt dabei bei der Pressekonferenz. Das heißt, das sind ja auch alles Menschen und natürlich kann man sich darüber lautstark im Netz aufregen, aber man muss auch sagen, viel wird ja auch geregelt in die Richtung. Das ist genau wie du sagst, Alex, das ist einfach eine sehr, sehr unsichere Zeit und keine Zeit, die wir schon mal in der Form gehabt haben. Das kann man immer alles planen, aber jetzt ist der Fall da und man muss halt vielleicht auch mal ein, zwei Tage Zeit geben, bis Dinge Wirkung zeigen oder umgesetzt werden können. Und da kann man es auch mal positiv sehen, dass es dann ja passiert. Ein anderes Thema, was quasi so mehr oder weniger daran anschließt und an das, was wir eben zum Thema Informationsdefizit gesagt haben, ist eine andere und teilweise auch sogar fast verständliche Reaktion auf Informationsflut versus Informationsdefizit in den Netzwerken und überhaupt online. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie stoßen da auf eine Überschrift, die sie sofort sehr, sehr beschäftigt und natürlich sind da auch die Medien unter Umständen gefragt, nicht ganz reißerische Schlagzeilen unbedingt immer abdrucken zu wollen oder bringen zu wollen online. Oder wenn Menschen das Gefühl haben, sie teilen etwas sofort weiter, ohne die Quelle zu checken und haben dann eben irgendwie nur die halbe Information und haben dann eben auch die menschliche Reaktion, dieses Informationsdefizit selber auszufüllen, indem sie sich vielleicht etwas dazu denken, was ihnen richtig erscheint und das dann alles zusammen weiterteilen. Dann entstehen Fake News, die natürlich oder sagen wir Falschmeldungen oder auch Missverständnisse
die natürlich gerade in so einer Situation einer Pandemie fatale Auswirkungen haben können. Es sind was das Coronavirus, was SARS-CoV-2 und die daraus resultierende Krankheit Covid-19 angeht, sehr, sehr viele Fake News im Augenblick im Umlauf von man muss ganz viel Wasser trinken alle 10 Minuten bis hin zu, ich weiß nicht, die Supermärkte schließen und wir kriegen alle keine Lebensmittel mehr. Also all diese Dinge werden ganz schnell von Menschen, die auch da teilweise wirklich richtig Angst haben, weitergeteilt, ohne nachzugucken, woher stammt das denn, was ich da gerade gelesen habe, steht das an verschiedenen Stellen im Netz, wer ist die Quelle? Kann das etwas sein, was sich jemand ausgedacht hat? Ist das vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen und nur die halbe Information? Also es gibt natürlich Menschen, die in so einer Situation die Welt einfach brennen sehen wollen und sich dann wirklich so gezielt solche Sachen ausdenken, um es vielleicht auch für ihre eigenen niederen Zwecke zu missbrauchen, so eine Situation. Es gibt aber auch Menschen, die Informationen nur unvollständig zur Kenntnis nehmen oder etwas falsch verstehen und dann einfach zu schnell dabei sind, das weiter zu verteilen in ihrem Umfeld. Also da darf man auch durchaus mal differenzieren zwischen einzelnen Gruppen und bei einzelnen Fällen dann jeweils anders auch bewerten. Generell können wir sicherlich vielleicht unter dem Eintrag hier ein paar Sachen verlinken, wo man nachgucken kann. Also mimikama.at haben wir jetzt auch schon so oft erwähnt. Ja. Da wird eigentlich immer sehr, sehr aktuell geguckt, was ist da im Umlauf und was ist davon zu halten. Es gibt aber auch andere Seiten im Netz. Also inzwischen schreiben auch alle großen Medien über diese Fake News im Zusammenhang mit Coronavirus. Die Süddeutsche macht das, andere große Zeitungen tun das auch. Also da kann man sich eigentlich inzwischen ganz gut informieren. Und jeder kann ein bisschen dazu beitragen, wenn er auf sowas stößt, vielleicht mal zu versuchen, hinter den Vorhang zu blicken, ja, und dann halt auch sein persönliches Umfeld über sowas aufzuklären. Weil genau wie mit dem Social Distancing funktioniert auch das Aufklären über Fake News nur, wenn alle mitmachen. Das ist ein wichtiger Hinweis und ich kann nochmal an dieser Stelle nochmal mimikama.at auch einfach nur sagen, Hut ab. Mhm. Und das sind nicht nur die beiden Gesichter, die man kennt. Im Prinzip ist ja André, im Wesentlichen André Wolf, schöne Grüße an der Stelle nach Wien, das Gesicht, was man kennt. Der Tom ist dahinter und dann gibt es ja noch ein Riesenteam von Menschen, die recherchieren, die sehr, sehr viel arbeiten, damit Mikama fast ja Stunden aktuell dann Fake News aus dem Weg räumt. Also wenn euch irgendwas komisch vorkommt, guckt auf Mimikama. Die Menschen sind einfach so unfassbar schnell, die dort arbeiten, ja, das auch zurecht zu rücken und das ist sauber recherchiert. Und du hast die Zeitung erwähnt, es gibt trotzdem Zeitungen. Jetzt gab es eine Meldung, dass ein Fußballer seine Privathotels umwandelt in Krankenhäuser. Das ist eine Falschmeldung und dann ist es halt auch dann unsouverän, wenn Zeitungen das teilen. Und ich habe dann auch Zeitungen darauf hingewiesen auf Twitter, dass sie da eine Falschmeldung teilen mit Quelle, warum das eine Falschmeldung ist. Das ist dann unsouverän, darauf gar nicht zu reagieren, nicht darauf zu antworten und auch die Meldung nicht vom Netz zu nehmen. Aber das passiert, das ist im Stress und natürlich würde ich mir wünschen, auch das kann man ja mal kritisch anmerken, dass es nicht so viele Medien gibt, die so reißerische Clickbait-Überschriften im Moment machen. Halte ich im Moment für gar nicht angebracht, das zu tun, sondern eine ruhige und besondere Berichterstattung wäre sicherlich sinnvoll. Und was man jetzt vielleicht noch an positiven Dingen mal erwähnen muss, wir könnten uns jetzt bedanken und wenn wir das machen würden und da Personengruppen nennen würden, würde es mit Sicherheit eine Personengruppe geben, die sich dann nicht berücksichtigt sieht, weil mir fällt gar nicht mehr ein, wer alles systemrelevant letztendlich ist. Das ist ja auch so ein neues Wort, was sich jetzt plötzlich herauskristallisiert, systemrelevant. Also alle, die dazu beitragen, dass wir gemeinsam als Gesellschaft sicher, gesund, versorgt, ja, auf welchem Weg auch immer, informiert durch diese besondere Situation kommen, denen gilt jetzt mal der Huxilla-Dank, den wir aussprechen. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst und sagst, auch ich bin da ein Rädchen, was dazu beiträgt, dann gilt dieser Gedanke auch dir.
Und wir wollen da gar keinen vergessen, weil wir vielleicht auch gar nicht die Gesamtlage überblicken. Ihr wisst, wer ihr seid. Genau. So, was kann man noch machen, außer uns hier einfach völlig konzeptlos reden zu hören? Man kann sich darauf freuen, dass es am Wochenende eine richtige neue Huxilla-Folge geben wird. Kann auch mal sagen, ein bisschen Eskapismus für alle, die mal, die sagen, ach, wir wollen mal vielleicht für eine Stunde lang nichts vom Coronavirus hören. Genau. Diejenigen, die uns bei Patreon pro Folge unterstützen, können auch durchatmen. Das ist jetzt keine Folge, die was kosten wird, sondern es ist eine Infofolge, die wir raushauen. Die ist jetzt auch kein Geld wert im Grunde genommen. Was man auf jeden Fall machen kann für alle diejenigen, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, die jetzt eben nicht in die Schule gehen können, weil man natürlich auch hier den Infektionsweg unterbrochen haben möchte. Ihr könnt das Schlaulicht hören, die Kollegen vom Schlaulicht, da ist ja unter anderem auch ein Lehrer mit dabei, der André Sebastiani, den kennt ihr auch schon hier bei uns aus der Sendung, und mit seinen beiden Kollegen finde ich großartig, die im Moment jeden Tag einen Podcast rausbringen rund um das Coronavirus kindertauglich. Werden wir natürlich auch verlinken, also den Schlaulicht Podcast, wenn ihr Kinder habt, sicherlich eine Geschichte, die man sich sehr, sehr gut anhören kann. Herrn Professor Drosten haben wir schon erwähnt beim NDR, den man sich anhören kann. Und der eigentliche Grund, warum wir jetzt diese Sonderfolge machen, ist, dass wir noch was verlosen können. Darauf will ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Und zwar ist es so, dass uns die Helmholtz-Gesellschaft kontaktiert hat, und Helmholtz hat ein Experimentierheft, Experimente für zu Hause aufgelegt. Aus dem Netzwerk Schülerlabore stammt das, und wir können vielen, vielen Dank in die Richtung, vielen, vielen Dank Henning, dass du das gebahnt hast an der Stelle, 50 dieser Hefte verlosen. Damit das halbwegs schnell geht, würden wir euch um Folgendes bitten. Normalerweise müsst ihr uns ja im Prinzip nur eine Mail schicken und wir fragen eure Anschrift ab, wenn ihr gewonnen habt. Wer schon mal gewonnen hat bei uns im Gewinnspiel, weiß das. Das ist dann auch DSGVO-mäßig alles ganz gut. Wir würden euch bitten, damit das schnell geht und Helmholtz euch dann den Gewinn auch gut zusenden kann, dass ihr uns bis Freitag, wenn ihr teilnehmen möchtet, kurz mit dem Betreff Experimente für zu Hause eine Mail schickt. Und da auch die Anschrift, an die dann, wenn ihr gewinnen solltet, direkt mit reinschreibt. Wir können euch zusichern, dass wir nach der Verlosung sofort alle E-Mail-Adressen und alle Adressen löschen. Wir haben da überhaupt kein Interesse dran. Das hat aber dann den Vorteil, dass wir diese Adressliste dann an Helmholtz weiterleiten können, und dann werden die Hefte an euch geschickt. Das heißt, wenn ihr uns die Gewinnspiel-Mail schickt, dann erklärt ihr euch auch einverstanden damit, dass wir diese Daten einmal an Helmholtz weiterspielen, damit ihr dieses Heft erhalten könnt. Es macht übrigens auch nur Sinn, an dem Gewinnspiel teilzunehmen, wenn ihr Kinder habt. Also ansonsten können wir verlinken auch die PDF von dem Heft. Die ist dann aber nicht so schick für die Erwachsenen, die das interessiert, die sich davon inspirieren lassen wollen. Aber ich glaube, richtig Spaß haben da eher Kinder von. Also liebe Erwachsene, die ihr nur Interesse am Heft habt, zuckt mal zurück, sondern lasst diesen Preis den Kindern. Und wir können insgesamt 50 dieser Hefte verlosen, was eine ganze Menge ist. Und ich würde sagen, wir haben jetzt Dienstag, da schmeißen wir die Folge gleich ans Netz, dann machen wir bis Freitag, 23.59 Uhr könnt ihr mitmachen, dann leiten wir das weiter und dann müsstet ihr in der nächsten Woche dann auch die entsprechenden Hefte dann irgendwann bei euch im Postkasten liegen haben. Zum Schluss vielleicht noch eine Anmerkung. Herr Spahn hat heute so schön gesagt, dass man doch einfach mal, wenn man dann rausgeht, weil es wirklich wichtig ist und nicht anders geht, und man trifft da auf Menschen, die für uns gerade Dienst tun, arbeiten etc., einfach mal lächelt und freundlich ist. Ja. Das tut einem, ich merke das wirklich manchmal selber, das tut einem selber total gut in dem Augenblick, weil Lächeln hat ja auch auf einen selber eine positive Wirkung. Und wenn dann auch die entsprechende Reaktion vom Gegenüber kommt und der sich da vielleicht auch einfach drüber freut, das ist was total Schönes, das hilft, gerade in so einer Situation. Genau, es gibt eine ganze Menge Menschen, die ganz regulär im Moment noch arbeiten gehen müssen, und da kann man mal Hallo, bitte, danke oder mal ein freundliches Zunicken, das ist sehr, sehr gut. Lasst uns ein bisschen freundlich sein, lasst uns nicht prügeln an irgendwelchen Regalen. Die Versorgung ist einfach sowas von gesichert in unserem Land. Das ist, glaube ich, etwas, was hier nicht aus dem Auge verloren wird in der Bundesrepublik Deutschland. Das wird nicht passieren. Ich mache mir auch keine Sorgen ums Klopapier. Wir haben uns nicht großartig eingedeckt, sondern wir haben in haushaltsüblichen Mengen Klopapier im Haus. Und wenn das alle ist, irgendwann nächste, übernächste Woche, bin ich auch ziemlich sicher, dass ich dann wieder was kaufen kann. Übrigens funktioniert auch rein technisch Recycling-Klopapier.
Man das, kann, das geht auch. Man kann das auch nehmen. Ja. Und vielleicht auch da nochmal so ein bisschen Social Media Relevanz, vielleicht das Zynische ein bisschen runterfahren, ein bisschen mehr positive Sachen teilen, vielleicht nicht ein leeres Regal, auch wenn es einen beeindruckt. Das macht vielleicht Menschen nur Angst oder andere Leute retweeten. Das wird zum Selbstläufer. Fotos aus dem Kontext, da muss man sich vielleicht ein bisschen vielleicht selber auch in die Kandare nehmen. Das heißt nicht, dass wir jetzt eigentlich alle völlig spaßbefreit sein sollen, aber vielleicht nehmen wir uns da alle ein Stück weit auch zurück. Vielleicht nicht ganz so sehr schimpfen, nicht ganz so sehr fluchen. Es wird immer in so einer Situation Menschen geben, die erstmal verlieren. Und das ist schrecklich, aber vielleicht sollten wir erstmal im Auge behalten, dass möglichst wenig Menschen ihr Leben verlieren. Und wenn man an die Ereignisse denkt, die jetzt gerade in Italien stattfinden, das sollte uns allen eine Warnung sein, und was in China stattgefunden hat. Ja. Und das sollte das Ziel sein. Insofern 2 Meter Abstand, bleibt freundlich, lächelt, seht zu, dass ihr selber nicht krank werdet. Seid solidarisch und macht gerne beim Gewinnspiel mit. Hört das Schlaulicht, hört Herrn Professor Drosten und hört natürlich auch gerne Huxilla. Da freuen wir uns auch. Und es gibt definitiv diesen Monat noch 2 Episoden. Daran arbeiten wir gerade. Und dann gibt es natürlich auch in diesem Monat noch die 250. Folge. Und wir haben so tolle Audioeinsendungen bekommen. Wir können nur sagen, das wird ein absolutes Highlight, wer da alles zu Wort kommt und mit was die Menschen zu Wort kommen, die uns da Sachen geschickt haben. Das ist wirklich, wirklich toll und vielen Dank dafür. Und wenn ihr das möchtet, schickt uns noch gerne Audiodateien. So einen richtigen Einsendeschluss will ich noch nicht sagen. Wir peilen das so an Richtung Wochenende. Nicht dieses, sondern das nächste Wochenende, das letzte Märzwochenende. Aber je eher wir das bekommen, desto eher habe ich dann auch die Chance, das so ein bisschen vorzubereiten, zu strukturieren und die vielen Audioschnipsel zusammenzubasteln. Ja, insofern bleibt gesund, bleibt positiv. Wir überstehen auch diese Krise, wie wir viele andere Krisen überstanden haben. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.